liebe Kinder, schön, dass ihr wieder zugeschaltet seid zu unserem Singkreis hier heute am Nachmittag um 16 Uhr. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen sagen heute die Lilo, die Michi und die Silvia. Wir haben uns heute wieder besonders für euch vorbereitet. Schaut euch mal um hier bei uns im Studio. Liebe Lilo, was hast du uns heute mitgebracht? Erzähl mal. Ja, Silvia, it's English time. Ich habe euch den Rainbow mitgebracht, also den Regenbogen auf Deutsch. Das ist ja toll. It's English time. Heute lernen wir eine für uns fremde Sprache. Englisch. Ja, und im Minihaus in der Menzinger Straße machen wir ja auch regelmäßig English time. Und da habe ich so einige tolle englische Lieder gelernt. Und ja, den Regenbogen habe ich ausgewählt, weil am Wochenende bin ich mit Mama durch München spaziert und an so vielen Fenstern habe ich ganz tolle Regenbogen gesehen. Und Mama meinte, daneben stand immer, alles wird gut. Das stimmt, liebe Lilo, alles wird gut. Und das merken wir ja auch jetzt schon. Alles wird wieder viel besser. Ja, und unsere Minihäuser füllen sich ja auch endlich wieder mit unseren lieben Minis. Da habe ich mich so lange drauf gefreut. Das ist ja toll. Und jetzt derweil treffen wir uns noch mal zweimal hier zum Singkreis, liebe Kinder. Heute und am Donnerstag noch mal, bevor es dann bald wieder losgeht im Minihaus München. Und weißt du, für den Donnerstag, Silvia, da wäre es ganz toll, wenn die Kinder sich diesmal die Lieder wünschen würden. Das kann man doch da in diese Kommentare schreiben, oder wie heißt das doch gleich? Da hast du recht, liebe Lilo. Liebe Kinder, schreibt doch in den Kommentaren, welche Lieder ihr euch für Donnerstag wünschen würdet, für unseren vorerst letzten Livestream, wo wir unsere liebe Lilo verabschieden wollen. Lilo hat nämlich eine lange Reise vor sich. Oh ja. Ich würde mich dann in den Urlaub verabschieden und muss mich auf meinen langen Marsch bis nach Afrika machen. Und was die Lilo dort alles erlebt und wie sie in Afrika lebt, das erzählt uns die liebe Lilo am Donnerstag. Und heute erst einmal geht's um Englischzeit. It's English time. Oh ja, und ich habe auch ein neues Begrüßungslied mitgebracht. Das kann man auf Deutsch singen, dann heißt es, wenn du fröhlich bist und heiter. Und auf Englisch kann man es auch singen. If you're happy and you know it. Oh, das ist ja toll. Dann wollen wir das doch gleich mit unseren Kindern singen. Singen wir es erst auf Deutsch, liebe Lilo, und dann auf Englisch. Oh ja, eine super Idee, Silvia. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist und heiter, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist und heiter, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann stampfe mit dem Fuß. Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann laufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist und heiter, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann rufe laut Hurra, Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alle drei. Hurra! Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alle drei. Hurra! Wenn du fröhlich bist und heiter, ja, dann sag es allen weiter. Wenn du fröhlich bist, dann mach doch alle drei. Hurra! Ja, das ist ja ein fröhliches Lied, da kommt ja Stimmung auf. Ja, ich bin doch sowieso immer fröhlich. Das ist ja toll. Und die Kinder von den Bildschirmen auch und im Minihaus München. Und meinst du, wir können das auch gleich noch auf Englisch versuchen? Oh, da bin ich mir ganz sicher, liebe Lilo. Lass es uns gleich probieren. Und liebe Kinder, habt den Mut und versucht gleich mal ein bisschen mitzusingen. Ich probiere es auch, liebe Lilo. Super. Also auf drei zählt man auf Englisch. One, two, three. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands.
If you're happy and you know it, then you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout away. Hooray! If you're happy and you know it, shout away. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout away. Hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, all or three. Hooray! Toll, das ist ja klasse. Ein wunderschönes Lied. Vielleicht singen wir es später noch einmal. Ja, schauen wir mal, wie viel Zeit uns noch bleibt. Apropos Zeit, da kommen wir doch zu unserer Wetteruhr, liebe Lilo. Also, bestimmt willst du jetzt von mir wissen, welcher Tag heute ist. Also, gestern war Monday, dann ist heute Tuesday, Silvia. Richtig, das heißt Dienstag, liebe Kinder. Tuesday heißt Dienstag. Das Wetter, ja, das war heute so ein bisschen sunny and cloudy. Sunny and cloudy. Also sonnig und wolkig, so gemischt. Ja, genau, das heißt, gestern waren ja dunkle Wolken da und es hat sogar hier und da geregnet. Deswegen müssen wir das jetzt hier wieder in die andere Richtung glücklicherweise ziehen. Bis zu diesen Zeichen. Töre, töre. Und am Donnerstag möchte ich das gern endlich mal wieder auf sonnig stellen. Das machen wir, liebe Lilo. Das gelingt uns bestimmt. Super. Und heute ist nicht der 25. Mai, sondern der 26. Mai. Das heißt 26. 26. Jawohl, das heißt 26. Der 26. Mai. Und Silvia, ich freue mich so. Die Nelly aus Trudering, die wünscht sich mein Elefantenlied für den Donnerstag. Nein. Hey, die Nelly aus Trudering, hallo Nelly. Das machen wir, dann bringen wir den Elefantensong mit. Ja, nichts leichter als das. Schön, und ja, singen wollen wir auch heute wieder für unsere Geburtstagskinder, die heute am 26. Mai Geburtstag haben. Oh ja. Und zwar möchte ich einmal den Tahil aus dem Bognerhof grüßen, von den roten Minis. Für den möchte ich so gerne Happy Birthday singen. Und weißt du was, Silvia? Ja? Der liebe Tahil, der möchte einen ganz besonderen Gruß an die Corinna Jansch und ihr tolles Team senden. Die Corinna, die kenne ich ja auch noch aus der Menzingerstraße. Ja. Liebe Grüße, Corinna. Liebe Grüße von uns allen hier aus dem Studio. Und außerdem hat noch der Emil Geburtstag aus dem Westpark. Richtig. Und für den lieben Emil habe ich heute zu seinem Geburtstag zum Geburtstag viel Glück mitgebracht. Toll, liebe Lilo. Dann lass uns beginnen. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Tahil, Happy Birthday to you. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Emil, zum Geburtstag viel Glück. Töre. Töre. Ja, dem lieben Tahil und dem lieben Emil alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Einen wunderschönen Geburtstag wünschen wir euch noch. Und es seien auch alle anderen Geburtstagskinder dieser Welt gegrüßt von uns hier aus dem Singstudio. Töre. Ja, liebe Lilo, wir haben ja heute hier Englischzeit und so haben wir vor der Sendung schon ein bisschen Tee gekocht, wie es sich gehört, am Nachmittag um 16 Uhr. It's Tea Time in England. Schön.
Bitteschön. Und Silvia. Ja? Also ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ist dir denn gar nicht aufgefallen, dass vorhin auf dem Teller noch etwas anderes lag? Ja, liebe Lilo, das ist mir schon aufgefallen. Zum englischen Tee gehören natürlich auch englische Kekse und Gebäck. Und wo ist das hin? Na, wenn du dir mal meinen Elefantenbauch genau anschaust, da liegt das ganze Gebäck drin. Aber dafür habe ich ganz, ganz schnell ganz viele bunte Smarties auf die Teller gelegt. Ja, das ist ja toll, liebe Lilo. Und ich hoffe, dir haben die englischen Kekse sehr gut geschmeckt. Oh ja, die sind immer sehr lecker. Wir freuen uns mit dir. Und schauen hier mal auf den Teller, was du uns da mitgebracht hast. Du hast ja ganz schnell was organisiert. Ja, ich habe hier die Smarties wie zu einem Regenbogen angeordnet. Soll ich dir die Farben mal auf Englisch nennen? Oh ja, sehr gerne, liebe Lilo. Also Red, Rot, Orange, Orange, Yellow, Gelb, Green, Grün, Blue, Blau, Purple, Lila and Pink. Hui, und Pink. Juhi. Ja, das ist ja toll. Es sieht aus wie ein toller Regenbogen, liebe Lilo. Ja. Ja, und weißt du, diese Milch... Gibst du mir mal die Milch, liebe Lilo? Nein, warte mal. Ich mach das jetzt einfach mal. Lilo, aber Lilo, was machst du denn mit der englischen Milch? Lilo. Ja, Silvia, das ist ein ganz tolles Experiment. Und wenn das mit Wasser funktioniert, dachte ich, vielleicht klappt es auch mit der Milch. Meinst du nicht? Also erstens, liebe Lilo, die Milch war für unseren Tee bestimmt. Und jetzt hast du die Milch hier auf den Teller gegossen, mit dem wir eigentlich das Experiment anders beginnen wollten. Und jetzt ist die Milch auf dem Teller. Aber vielleicht funktioniert unser Experiment nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Milch. Ja, und wenn es etwas länger dauert, ist doch auch egal. Ich meine, es ist schon Nachmittag. Hast du heute etwa noch einen Termin? Nein, liebe Lilo, ich habe keinen Termin mehr, außer hier in der Sendung mit dir und den Kindern zu singen. Ja, dann ist ja alles super. Und zur Wiedergutmachung habe ich dir ein ganz tolles Rainbow Colors Song mitgebracht. Ui, das ist aber toll, liebe Lilo. Da bin ich aber gespannt. Ich versuche gleich mal mitzusingen. Also da geht's um die Farben von dem Regenbogen, weil Rainbow heißt Regenbogen auf Deutsch. Richtig, ganz genau. Versucht mal mitzusingen, liebe Kinder. Es geht gleich auf Englisch los. Eins, zwei, drei. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Juche. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. Schön, dass du das gemacht, liebe Lilo. Ein tolles Regenbogenlied. Das hat mir ganz toll gefallen. Vielen Dank. Sehr gern. Und du hast gleich super mitgesungen, Silvia. Ja, ich habe ja ganz viel von dir jetzt schon in der Sendung gelernt. Über die Farben des Regenbogens. Oh ja, allerdings. Und weißt du denn überhaupt, warum ein Regenbogen entsteht? Liebe Lilo, kannst du es mir und den Kindern einmal erklären? Also, ein Regenbogen kann man ja meistens nach heftigen Schauern und Gewittern sehen. Und dann muss die Sonne hinter uns stehen, also hinter meinem Elefantenrücken und vor mir in der Luft
müssen noch ganz kleine Regentropfen umschwirren und dann bricht sich das Licht der Sonne in den Regentropfen und diese wunderbaren 7 Farben entstehen. Und weißt du, Silvia, es sind immer die gleichen Farben. Ist das nicht cool? Toll. Immer diese wunderschönen gleichen Farben. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila und Pink. Töre. Ganz toll, liebe Lilo. Und liebe Lilo, schau mal. Die Milch. Was ist mit der Milch in der Mitte des Tellers entstanden? Ja, also ich kann es erkennen. Und meinst du, Silvia, unsere Kameramänner könnten mal etwas näher kommen, um das Experiment auch den Kindern genauer zu zeigen? Ja, ganz bestimmt, liebes Kamerateam. Kommt mal ein bisschen hervor. Und so können es die Kinder vor den Bildschirmen noch besser erkennen, dass die kluge Lilo nämlich hier aus der weißen Milch bunte Milch gemacht hat. Regenbogenmilch. Du bist ja ganz schön schlau. Gut, dass du auch mal die Milch genutzt hast. So wissen wir auch, dass man den Regenbogen mit der Milch hier gestalten kann. Ja, vielleicht fließt das etwas langsamer und zähflüssiger zusammen, aber man erkennt doch den wunderschönen Regenbogen. Ja, das tut man, liebe Lilo. Und jetzt tausche ich mal die Teller. Weil eigentlich wollten wir ja nicht unsere englische Milch benutzen für das Experiment, sondern, liebe Kinder, warmes Wasser. Weil damit funktioniert es noch besser als mit Lilos Milch. Du meinst, ich soll jetzt alle nochmal anordnen, diese leckeren Smarties? Bitte mach das nochmal, liebe Lilo. Okay, ich fange an mit Red. Rot. Dann kommt das Mini-Haus Orange. Orange. Yellow. Gelb. Green. Grün. So schön grün wie eine wunderschöne Frühlingswiese. Oh ja, toll. Liebe Lilo, du kannst das ganz toll. Du machst das prima. Ja, es dauert zwar etwas, aber wir haben ja Zeit. Ja, jetzt hast du die blauen Smarties genommen? Ja, Blue. Blue, jawohl. Jetzt kommt Purple. Ja, das ist lila. Ich liebe ja lila. Ja, wie deine Haare. Genau. Und als letzte Farbe, wie im Regenbogen, ist dann Pink. Genau, auf Deutsch auch Pink. So, und meinst du denn, das klappt jetzt auch mit dem Wasser, Silvia? Ja, ganz sicher, liebe Lilo. Probier's einmal aus. Gut. Und jetzt kommt das Kamerateam nochmal zu uns hier an den Tisch. Während die liebe Lilo hier das Wasser reingibt. Und während das Experiment jetzt hier beginnt, beziehungsweise die Verfärbung des Wassers, liebe Kinder, schaut mal genau hin. Wow, und Silvia, die Smarties, kann ich die denn danach noch naschen? Oh ja, liebe Lilo, natürlich kannst du die da noch naschen. Die schmecken ganz besonders gut. Die haben dann nur ihre schöne Farbe verloren, weil die jetzt in das Wasser fließt. Und die fließt nach innen weg und dadurch entsteht der Regenbogen, die Regenbogenfarben. Die können nicht nach außen weg, weil auch ihr, liebe Kinder, nutzt, wenn ihr das Experiment zu Hause macht, einen etwas tieferen Teller, so fließt die Flüssigkeit, die Farbe zurück in den Mittelpunkt. Und die Schokolade, die bleibt mir? Ja, die Schokolade, die bleibt dir, liebe Lilo, und auch euch, lieben Kindern. Super. Und während das Experiment jetzt noch weitergeht hier und wir gleich den bunten Regenbogen noch deutlicher sehen, können wir ja nochmal das tolle Lied von dir singen, liebe Lilo. Das vom Rainbow? Ja. Ja, na klar, auf drei, Silvia. Auf drei. Eins, zwei, drei. Red, orange, yellow, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow, it's a rainbow. A rainbow in the sky. Silvia, red, orange,
orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow, it's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. Juhu! Hey! Bumm! Bumm! Jawohl, liebe Lilo, das ist ein lustiges Lied. Das macht Spaß. Oh ja, das ist so lustig mit diesen ganzen Farben und diesem Rainbow in the Sky und... Oh mein! Und schau mal, liebe Lilo, was da passiert ist. Wow, ein richtiger Regenbogen ist entstanden. Wunderschön. Ja, liebe Kinder, probiert's doch auch einmal aus in den nächsten Tagen mit euren Eltern. Ihr braucht dafür nur einen etwas tieferen Teller, bunte Smarties oder auch M&Ms. Auch mit denen funktioniert das. Gießt sie auf einen Teller in einer bestimmten schönen Form, wie es euch gefällt, oder auch als Regenbogen. Und nehmt dann warmes Wasser, gießt es in die Mitte ein und seid schön vorsichtig. Nicht ganz so viel Wasser nehmen, dass die Smarties nicht wegschwimmen. Und dann braucht man halt etwas Geduld, aber das ist ja bei einigen Experimenten so. Die habe ich ja schon im Mini-Haus gelernt. Wir sind ja schließlich auch ein Haus der kleinen Forscher, oder? Richtig, liebe Lilo, ganz genau. Wir forschen gern. Und so nehmen wir auch das Thema mit in die nächste Sendung und werden da nochmal auch was ganz Besonderes für euch vorbereiten, liebe und liebe Kinder. Oh ja, und das dauert ja gar nicht mehr lang. Am Donnerstag ist es ja schon wieder soweit. Richtig, ganz genau, da treffen wir uns wieder. Und am Donnerstag dann wieder zur gewohnten Zeit, zu unserer Morgenkreiszeit, nämlich um 10 Uhr. Ja, da muss ich wieder etwas früher aufstehen als heute, oder? Ja, das ist richtig, ganz genau. Und wir haben am Donnerstag auch noch zwei weitere Personen zu Gast. Ja, und stell dir vor, das sind mal zwei Männer. Oh, weil beim Mini-Haus arbeiten tatsächlich auch Männer. Ja, ja, wir wurden ganz oft gefragt, jetzt, wer steht denn da hinter der Kamera? Wer sind denn die tollen Leute, die hier die Filme machen und die Livestreams immer hinter der Kamera mit begleiten? Und da haben wir schon ganz oft erzählt, dass es der Louis und der Carsten sind. Und die treten jetzt am Donnerstag mit uns auf. Da freuen wir uns. Oh ja, aber ich habe am Donnerstag nur eine halbe Stunde Zeit, weil dann muss ich echt los nach Afrika marschieren. Weil, weißt du, so langsam machen ja endlich wieder diese Grenzen auf, sagte Mama. Also wir müssen ja erst durchs ganze Bayern, dann über die schönen Alpen, durch Österreich, Italien, ja und so weiter. Und wir müssen echt los. Die Pfingstferien fangen ja dann an, weil sonst wird es in meinem wunderschönen Afrika einfach viel zu heiß, wenn wir erst mitten im Sommer losgehen würden. Ja, liebe Kinder, die Lilo hat eine weite Reise vor sich in ihre Heimat. Und wir wollen am Donnerstag Abschied nehmen von der Lilo und ein großes Fest, ein afrikanisches Fest für die Lilo feiern. Oh ja, ich werde mal schauen, was ich alles in meinem Elefantenhaus so finde, was ich alles mitbringen werde. Das ist ja toll, da freuen wir uns auf Donnerstag. Und ja, jetzt zum Schluss, was machen wir jetzt zum Schluss, liebe Lilo? Weißt du, Silvia, ich bin immer noch so fröhlich, also happy auf Englisch. Hast du noch mal Lust auf If You're Happy and You Know It? Oh ja, sehr, sehr gerne, liebe Lilo. Lass uns das noch mal singen, so können unsere Kinder das auch in der englischen Sprache noch mal gut üben, wer es jetzt auch zum ersten Mal gehört hat. Oh ja, also auf drei. One, two, three. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If
you're happy and you know it, two or three. Woo, hey! If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, two or three. Hooray! Töre! Töre! Viel Spaß, liebe Kinder, beim Nachsingen dieser Lieder heute aus unserem Livestream. Und schon jetzt vielen Dank für eure Zusendungen für Donnerstag. Ja, das wird ein buntes Programm. Oh ja, und weißt du, was jetzt noch fehlt, liebe Silvia? Sag es mir, liebe Lilo. Dieses wunderbar verrückte Minihauslied. Oh ja, du meinst das vom Herrn Göller? Ja, der kommt doch aus Trudering, oder? Ja, der kommt aus Trudering, der Herr Göller. Sind die denn dort alle so lustig? Also ich meine, die Minis im Bognerhof und die Erzieherinnen und Erzieher im Bognerhof, sind die auch alle so lustig dort in Trudering? Ja, liebe Lilo, alle Kinder dort sind ganz lustig, sind ganz fröhlich, wie in allen anderen Minihäusern auch. Oh ja, deswegen passe ich ja auch so gut zum Minihaus, oder? Oh ja, liebe Lilo, ganz genau, du bist auch immer fröhlich und immer lustig und bist immer zum Scherz bereit. Stimmt. Dann singen wir doch. Auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. Tschüss, liebe Kinder. Bis Donnerstag. Servus.